So, na gut. Versuchen wir es nochmal. Nächstes Spiel gegen Ingolstadt, glaube ich. Was für ein Spiel im letzten Spiel. Ey, bin ich immer noch ein bisschen angepisst. Meiner Meinung nach war das verpfiffen. Also den Gegner haben wir schön zwei Tore geschenkt. Nee, ich will keine. Ach, Mann, ich wollte die Schatzpressekonferenz nicht haben. Wenn es Fragen gibt, dann dürfen Sie die jetzt gerne stellen. Wir sind bereit. Wir sind bereit. So, weiter geht's. Damit sind wir am Ende der Presse. Naja, am Ende der Pressekonferenz. Alles gut. So, gehen wir rein ins Match. Ich werde tatsächlich jetzt meinen Verteidiger mal austauschen. Tut mir halt leid für ihn, aber es geht halt nicht anders. So. Alle versprechen sich eine Menge von dieser Partie. Ist ja auch kein Wunder, wenn diese beiden Mannschaften aufeinandertreffen. Wir zeigen sie Ihnen live. Bleiben Sie dran. Oh Mann, ey. Das ist ein Auf und Ab. Die Niederlage in Darmstadt, die tut nämlich weh. Dieses 5:6 und dann verlierst du den Elfmeter in der letzten Minute. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Ihre Kommentatoren heißen auch heute wieder Wolfuß und Frank Buschmann. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach der Freistoß, der keiner war, und der Elfmeter, der keiner war. Aus der zweiten Bundesliga. Könnte ein tolles Spiel werden. Tja, Wolf, das ist interessant, die beiden im direkten Duell zu erleben. Das könnte ein Highlight werden. Vielleicht kann man über den Elfmeter noch diskutieren, aber der Freistoß war meiner Meinung nach gar nichts. Und da kriegst du schon wieder so ein Ding rein von der Seite. Schon das zweite Mal. Die Pauli, glaube ich, war das andere. Na gut, aber konzentrieren wir uns auf Ingolstadt. Wir wollen da zumindest wieder eine neue Serie starten. Wie gesagt, der Titel ist futsch. 10 Punkte, die werden wir nicht holen. Dafür spielt Freiburg zu konstant. Dafür spielen wir zu unkonstant. Wie gesagt, der Punkt, das Unentschieden in Pauli, das 5:6 in Darmstadt. Also, ja, da sind einige Dinge dabei. Naja, gut, konzentrieren wir uns auf Platz 2 zur Sicherheit. Jetzt heute wollen wir mal Ingolstadt schlagen. Und dann nächsten Mal die geht's gegen Fürth. Auch wieder Code rein von da oben. Na gut. Greifen wir an. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Jetzt geht es, wie gesagt, nur darum, Platz 2 zuzumachen in dieser Liga. Mehr nicht. Mehr wird nicht werden. Rico Preisinger. Vielleicht mal wieder ein Spiel zu 0 wäre aber toll. Wir kriegen fast jedes Spiel mal ein Gegentor. Gute Aktion jetzt. Er kriegt einfach viel zu viele Gegentore. Ich bin ja auch nur unentschieden. Gehalten. Oh, wow. Stark gemacht. Die Ecke kommt rein. Es gibt Elfmeter für Ingolstadt. Es ist zum Kotzen. Es ist zum Kotzen. Es will einfach nicht aufhören. Für was, ey? Vielleicht ein bisschen Hand im Gesicht oder was? Aber naja. Momentan scheint es alle zu hassen. Er macht den Elfer. Und es geht weiter. Wir kriegen kein Spiel zu Null gebacken. Und liegt schon wieder hinten. Das ist die Wiederholung. Und wir sehen es. Genauer kannst du den nicht. Der ist tot. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Gelb für Ingolstadt Schmidt. Einfach stehen gelassen. Schöne Aktion.
als Super Volley, aber kein Tor. Ich wollte gerade sagen, halt eins. Stimmt eigentlich alles. Der steht frei vom Tor und muss das Ding eigentlich ins kurze Eck ballern. Und dann muss es unentschieden stehen. Aber nein, er geht vorbei. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Es sieht alles nach dem Titel für sie aus, auch wenn sie noch einige Spiele vor der Brust haben. Aber so souverän, wie sie in dieser Spielzeit bisher. Ja, Freiburg wird das Ding rocken. Das ist nicht zu schaffen. Nicht zu stemmen. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Peters. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Ah, das müssen sie entschlossener machen. Wir laufen ja jetzt schon wieder an dem Rückstand, wieder einen weiteren Rückstand hinterher. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Geachtet, dieser Ball wäre der Doppelpack gewesen, aber da ist nichts draus geworden. Hilfe, ist mal wieder verletzt. Ernsthaft jetzt? Er setzt sich durch und jetzt. Boah, vielleicht mit dem Tor jetzt doch noch irgendwie. Nö. Er hat den Ball gehalten, aber Szene geht weiter. Der muss oder? Drin sein. Ja, war wichtig, dass er da zur Stelle ist. Ach komm. Er holt den Ball. War das doch kein richtiger Vorteil, deshalb jetzt Freistoß. Er gibt tatsächlich den, er gibt den Freistoß für den Gegner. Ey, was ist denn los heute? Jetzt steht es auch endgültig fest. Er verlässt den Verein, er wird also wechseln. Riesentalent, das ist keine Frage. Der wird es an die absolute Spitze schaffen. Und wer sich seine Dienste sichern kann, der darf sich glücklich schätzen. Geht mit Einwurf weiter. Das gibt Elfmeter. Ja, danke schön, der Nächste. Ja, dabei liegen sie ja schon hinten. Und im Zweifel für den Gegner. Da verursacht er einen Elfmeter, aber hat trotzdem. Komm, das war nichts. Ja, denn er darf ich war berührt. Es gibt nicht mal Gelb, das ist schon eine Überraschung. Diesmal hat er. Er geht nicht rein. Nein, da war der. Diesmal hat er. Er verhindert das 0-2. Jetzt kommt die Ecke. Kein Problem hier mit diesem dann doch letztlich harmlosen Ball. In dieser Saison werden wir vielleicht den DFB-Pokal holen. Wie gesagt, vielleicht. Gutes Dribbling jetzt. Da spielen wir nämlich in Leverkusen. Guter Schuss. Ach, ich wollte gerade sagen, nicht, dass der so ein Ding da reinballert da hinten. Du kommst dich momentan noch aus der Situation, ne? Da sehen wir den Ballverlust. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Ach Mann! Super durchgesetzt. Jetzt der Schuss. Es kriegt zum Kotzen gerade. Also sieht alles gut aus für sie. Hey, jeder Ball springt weg zum Gegner. Jeder Ball springt zum Gegner. Hier der Ball. Und dann gibt's da nichts mehr zu halten. Trifft den Ball wunderbar. Ist auch technisch klasse. Alles richtig gemacht bei diesem Abschluss. 2-0 steht's hier. Sie machen einen guten Eindruck. Das ist ein Foul, da muss er Freistoß geben. Und für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die Gelbe kann man geben. Da verliert er den Ball, jetzt müssen sie aufpassen. Die Rufe der Fans, die ahnen hier eine gute Chance. Die Gäste liegen beim Ballbesitz vorne. Und auch die Torgefahr ist da. Das ist alles sehr zielstrebig. Die Führung im Moment. Selbst das nicht. Also ich kann jetzt mit so einem Ball nicht holen. Den Ball geklärt. Es gibt Einwurf. Mann, was ist denn da los heute? Schon ein wenig die Präzision gefehlt. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Er hält ihn. Unglaublich. Das war eine tolle Chance. Und da muss er schon sein ganzes Können zeigen. Es läuft gerade einfach gar nicht. Wir kriegen die Gegner nicht in den Griff. Wir gehen in die Pause und bei den Fans besteht durchaus Diskussionsbedarf. Tja, dieser Elfmeter, war das einer? Ja, zwei Elfmeter gegen uns gekriegt. Du liegst mit 0-2, komm nicht verdient hinten und kriegst es nicht gebacken, in dieses Spiel einen Zugriff zu kriegen. Scheinbar muss ich wieder wechseln. Ich muss das Thema umstellen, die nochmal.
Weil irgendwas ist da gerade so ein bisschen. Ja. Das läuft nicht. Dann machen wir so. Es läuft überhaupt nicht zusammen. So, deswegen werde ich jetzt Doppelwechsel ziehen. Ja, passt so. Was muss ich ja machen in der Zeit? Ich muss ja was brechen. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Jo, du rennst zur Pause nach 0:2 Rückstand hinterher. Und scheinst gegen Ingolstadt nicht zu holen. Vielleicht. Flanke auf den langen Pfosten. So, das ist erstmal der Anschluss. 48. Das ist erstmal Novoa. Stand jetzt, wie gesagt, holst du gegen Ingolstadt einen Punkt. Alles Hinspiel unentschieden, jetzt 1:2 noch im Rückstand, vielleicht, aber fruchtet dieses Systemumstellung. Da ist die Flanke und dann kommt der Kopfball technisch wunderbar gemacht. Ist das, da gibt es gar nichts zu halten. 2:1, hier ist noch alles drin. So, packt das erstmal. Bisschen was gerissen. So. Ulrich. Vielleicht. Viel Übersicht bei diesem Pass. Und Novoa! Kurz nach der Pause dreht man diesen Partner gleich zumindest erstmal aus. In der ersten Halbzeit nichts auf die Reihe bekommen. System umgestellt, neue Spieler gebracht. Und jetzt steht es aber noch 2:2. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Alles wieder offen hier. 2:2. Ulrich. Die war gar nicht so schlecht, aber eigentlich sollte er auf Ulrich gehen. Aber nein, das mal nicht. Kostli. Den Angriff und der Binde der, aber ich vermute, so, es gibt Gäffel. Das war jetzt ein Das so glaube ich. Kestrone Doppel. Da ist er da. Klefisch. Er hat den Ball. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Bei ihm riecht es einfach nach einem neuen Torrekord. Das wäre natürlich überragend, wenn er das packen würde in seiner momentanen Verfassung. War Kakutalua übrigens gelb. Und er sollte jetzt aufpassen, dass er nicht noch so ein Ding raushaut. Weil dann fliegt er nämlich heute noch. Jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Könnte die Führung werden. Spiel gedreht. Sie krönen die Aufholjagd mit dem Treffer. 63. Also Minute. Wir sind erst auf den nicht auf die Reihe bekommen. Nicht in den Griff bekommen. Und dann machen wir jetzt hinter von der guten, dann nicht mal 10 Minuten, Viertelstunde. Aus nächster Nähe das Tor. 18 Minuten. Alles richtig in dieser Situation. Ich scheine gerade was zu fruchten. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. So, ich werde jetzt wechseln. Ich werde jetzt da hinten den Innenverteidiger rausnehmen, bevor der mir mit Gelb vom Platz fliegt, weil das nächste Ding ist nämlich seins. Er beißt auf die Zähne, aber die Verletzung beeinträchtigt. Ja, Cliffisch, bist du angeschlagen, der wird jetzt auch gehen. Der wird jetzt definitiv den Platz verlassen. Ist jetzt ihn doch stärker als gedacht. Schmidt. Und dann war das die Meldung für den Ingolstädter, weil bei denen ist ja das Tod auch angeschlagen mit noch. Der Doppeltorschütze, ja. Und der Elfmeter verschossen hat. Beim Ballbesitz schwer, aber das kümmert sie offenbar überhaupt nicht. Sie haben sich diese Führung erarbeitet mit Effizienz, mit Einsatz. Und Ballbesitz ist eben nicht alles, ne? Jetzt sind sie hier im Ballbesitz, vielleicht können sie jetzt was draus machen. Gute Balleroberung, was machen sie draus? Da ist die Chance! Inkauf! Da passt der Torhüter auf! Super gehalten in dieser Szene. Da können sich die Kollegen bedanken und so geht vielleicht noch was. Jetzt bauen sie ihr Spiel auf, mal sehen, ob sie vorne für Gefahr sorgen können. Das ist zum Kotzen, ne? Mit 3:3. Du kriegst es wieder nicht gebacken. Du kommst da hinten, der kommt so einfach da durch.
Du willst den Ball klären. Ja, das ist technisch richtig gut. Ein tolles Spiel, wieder ausgeglichen und es bleibt extrem spannend. Jetzt die Chance. Und der Keeper hat das Ding und hält diese 3, das 3 zu 4 raus. Also holt das 3 zu 4 raus. Ecke kommt rein. Die Szene geht weiter, kein guter Befreiungsschlag. Sie versuchen es. Und wieder eine Chance. Sie wechseln jetzt. Für die Ba. Für uns. Für uns. Für Bayreuth. So, jetzt habe ich sie. Er kann erstmal klären. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Ja, das ist wieder ein Unentschieden. Die Verletzung scheint doch schlimmer zu sein. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Ja, man merkt, sie wollen den späten Siegtreffer. Und jetzt der Schuss. Er kann abwehren. Das ist zum Kotzen. Der hält ja zwei Dinger da fest. Rico Preisinger. Kostli. Ja, Mann. Ingolstadt könnte es auf dem Flügel versuchen. Aber wir sehen's. Ballverlust. Nachspielzeit 1 Minute. Schönes Zuspiel hier. Das war's. Die Defensive steht. Und so, wieder verlierst du 2 Punkte, ey. Steht also ein Unentschieden. Wir haben den Schusspfiff. Keine Mannschaft konnte sich hier entscheiden. Und wieder spielst du nur 3. Wieder nur Unentschieden. Wieder kriegst du ein Gegentor ohne Ende. Wir haben 9 Gegentore in den letzten 2 Spielen kassiert. Oh Mann, ey. Und wieder ist es verpfiffen worden. Wieder ist es verpfiffen worden. Für nichts, ey. Aber naja, wie gesagt, wenn man den Gegner, wenn man da die beiden anderen Gegner als Meister haben will, dann muss man es halt so machen. Das ist meine Meinung, gerade zu diesem, wie es gerade so ein bisschen läuft. Nächster Gegner ist Fürth. Freiburg hat noch nicht gespielt, aber die werden uns jetzt auf 12 Zähler wegziehen. Das ist dann definitiv Ende. Das kriegen wir nicht geholt. Das wird definitiv nichts mehr werden, diese Saison. Oh Mann, ey. Man spielt schon wieder nur unentschieden, ey. Du kriegst gerade zu viele Gegentore. Einfach. Wir haben 39 Gegentore in dieser Saison. Wir haben zwar auch 85 Tore gemacht, aber wir haben 39 Gegentore. Weil in jedem Spiel mindestens 3 schluckst. Wir haben gefühlt. Es sind mit Ingolstadt, die wir gerade unentschieden gespielt. Wir spielen gegen den 14. spielen wir unentschieden. Ey, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Karlsruhe ist ja auch verloren. Gegen den 15. Gegen den 14. Gegen den 15. nichts geschissen bekommen diese Saison. Gut, Karlsruhe haben wir ja noch als Rückspiel, aber das Hinspiel haben wir ja auch 3-0 verloren. Wenn man mal überlegt. Spielt es gegen Unentschieden, die gegen Ingolstadt, die eigentlich auch nichts auf die Reihe bekommen diese Saison. Es wird 2-mal sogar unentschieden. Ja. Na gut. Ist halt so. Nächster Gegner ist Greuther Fürth. Da hoffen wir, dass wir das Hinspielergebnis, war ja das 8-0, vielleicht doch noch irgendwie bestätigen können. Ich glaube, das war auch so das letzte zu Null-Spiel, was wir überhaupt hatten. Sollte man mal, glaube ich, 3 irgendwie gegen Rostock nehmen. Ich meine, gegen Fürth, das war 8-0. Das war das letzte zu Null-Spiel. Wie auch immer, wir sehen uns. Oder war es auch nur 8-1? Ich habe keine Ahnung. Naja, okay. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann.